Die Eurobowl ist sicher das höchste der Gefühle. Die Eurobowl ist sicher das am schwierigsten zu erreichende im europäischen Football und ist sicher die höchste Bestätigung eines jeden europäischen Clubs. Ja, es ist irre. Also ich hab Fotos angeschaut, da hat man gesehen, wie die ganzen Leute angestanden sind und da ist die ganze Straße voll gewesen. Ich habe nachher in der Zeitung noch gelesen, dass beim Fußballspiel waren dann 4600 Leute. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da sind bei uns jetzt schon mehr Leute wie im Fußball. Und das ist dann schon ein ganz tolles Gefühl. The biggest question, I think I said this before, was up front, O-line, D-line. I knew the O-line, D-line would decide the game. To me, it was a battle up front. Whoever won the battle up front was gonna win the game. And that's the way I always look at it. This game, our O-line, our D-line dominated.